Was passierte eigentlich mit diesen Harry Potter Charakteren nach dem Zaubererkrieg? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich euch mitteilen, was mit einigen Harry Potter Charakteren nach dem Krieg passierte. Durch die neuen Fantastischen Tierwesen-Filme bekommen wir neue Einblicke in Harry Potter Charaktere und deren Zukunft nach der Saga, die wir vorher nicht hatten. Also legen wir direkt los. Als erstes auf unserer Liste haben wir Ginny Weasley. Es dürfte niemanden wirklich überraschen, dass Ginny am Ende Harry Potter heiratet. Sie war jahrelang in ihn verliebt und obwohl die Filme diese Beziehung zwischen den beiden nicht besonders gut darstellten, war die Liebe doch für sie beide bestimmt. Der Epilog der Filme gibt uns einen kleinen Einblick in die Frau, die Ginny einmal werden sollte. Dort sieht man, wie sie ihre Kinder auf Gleis 9¾ nach Hogwarts schickt. Harry und Ginny hatten gemeinsam 3 Kinder: James, Albus und Lily. Unmittelbar nach ihrem Abschluss in Hogwarts wurde Ginny jedoch Berichten zufolge professionelle Quidditch-Spielerin und spielte für die Holyhead Harpies. In den Jahren nach der Harry Potter-Reihe gab Rowling weitere Hinweise auf Ginnys späteres Leben. Nachdem sie sich zurückgezogen hatte, um Mutter zu werden, trat Ginny in den Daily Prophet ein und wurde dessen offizielle Quidditch-Korrespondentin. Diese Position reifte schließlich heran und sie wurde zur Sportredakteurin der Zeitung. Als nächstes auf der Liste haben wir Charlie Weasley. Obwohl Charlie nicht in Erscheinung getreten ist und in den Filmen auftaucht, war er doch bei der Schlacht von Hogwarts dabei und überlebte die Schlacht sogar. Charlie heiratete nie und hatte auch nie Kinder, sondern verbrachte seine Zeit mit seinen zahlreichen Geschwistern, seinen Nichten und auch seinen Neffen. Als Naturbursche mit einer Vorliebe für Drachen war Charlie mehr mit seinem Handwerk beschäftigt, als dass er sich für Frauen interessierte. Als nächstes auf der Liste haben wir Madame Maxime. Madame Maxime war eine französische Hexe und Direktorin der Bonbaton Akademie für Magie. Sie war 3,50 Meter groß und eine Halbriesin, genau wie Hagrid. Abgesehen davon, dass sie riesig war und die Schulleiterin von Bonbaton ist, ist sie vielleicht am bekanntesten für ihre Beziehung zu Hagrid. Abgesehen von den anfänglichen Andeutungen im Buch, dass die beiden möglicherweise eine Liebesbeziehung hatten, wird diese Beziehung nicht weiter thematisiert und schließlich endet der Feuerkelch einfach damit, dass Maxime abreist und allein nach Beauxbatons zurückfährt. Damit bleibt für die Fans eine große Frage: Was ist mit Hagrid und Maxime passiert? Rowling hat Hagrids Liebesleben einmal in einem Interview angesprochen. Hat Hagrid jemals geheiratet und Kinder bekommen? Nein. Realistisch betrachtet ist Hagrids Auswahl an potenziellen Freundinnen äußerst begrenzt. Da sich die Riesen gegenseitig umbringen, ist die Zahl der Riesinnen verschwindend gering und er hat eine der wenigen getroffen. Und ich fürchte, sie fand ihn irgendwie süß, aber sie war ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, kultivierter als Hagrid. Also nein, Gott segne ihn. Es stellte sich heraus, dass Maxime einfach dachte, sie sei zu gut für Hagrid. Es ist natürlich sehr schade, dass Maxime diejenige war, die davon gekommen ist, aber andererseits denke ich, dass er wahrscheinlich derjenige war, der zu gut für sie war. Wir wissen nicht viel mehr über Maximes späteres Leben, aber wir wissen, dass sie weiterhin Schulleiterin in Beauxbatons war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Bill Weasley. Bill Weasley war das erste und damit auch das älteste Weasley-Kind. Obwohl Bill den Krieg und zahlreiche Schlachten überlebte, wurde er einmal von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback schwer verletzt. Glücklicherweise gelang es ihm, sich nicht in einen Werwolf zu verwandeln. Aber es wurde berichtet, dass nach dem Vorfall, so unnötig diese Information auch erscheint, dass er eine Vorliebe für sehr seltene Steaks entwickelte. Nach dem Krieg bekamen Bill und seine Frau Fleur de la Cour 3 Kinder: Victoria, Dominique und Louise Weasley. Als nächstes haben wir die Patil-Zwillinge, einmal Padma und einmal Parvati. Sowohl Padma als auch Parvati waren in der Schlacht von Hogwarts aktiv und keiner von ihnen wurde unter den gefallenen 50 aufgeführt, also die 50 bekannten Opfer im Kampf gegen Lord Voldemort und seine Todesser in der Schlacht von Hogwarts. Daher wissen wir mit Sicherheit, dass sie die Schlacht überlebt haben. Es gibt nur sehr wenige Informationen über ihr späteres Leben, aber was wir wissen ist, dass beide an der Wiedervereinigung von 2014 von Dumbledores Armee teilgenommen haben. Als nächstes haben wir Sybil Trelawney. Sybil Trelawney, Hogwarts-Professorin für Wahrsagerei, kämpfte tapfer in der Schlacht von Hogwarts und beschützte tapfer ihre Freunde, ihr Zuhause und ihren Lebensunterhalt. Glücklicherweise überlebte Trelawney den Kampf und unterrichtete dann noch bis weit in die 2010er Jahre hinein, wo sie ihre Tradition fortsetzte, den Tod ihrer Schüler vorherzusagen. Im Jahr 2020 veröffentlichte Trelawney ein Buch mit dem Titel Meine Augen und wie man an ihnen vorbeisieht. Ein Buch, das Hermine Granger
Granger in ihrem Büro im Zaubereiministerium im Regal stehen hatte. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Firenze. Firenze war ein Zentaur und Teil der Zentaurenkolonie im verbotenen Wald. Er war auch der gleiche Zentaur, der Harry im Stein der Weisen rettete. Firenze ersetzte Trelawney als Professor für Wahrsagerei, nachdem sie von Umbridge gefeuert worden war. Obwohl Trelawney schließlich ihre Stelle an der Schule zurückerhielt, blieb Firenze im Amt und die beiden unterrichteten das Fach gemeinsam. Firenze kämpfte während des Zweiten Zaubererkrieges aktiv gegen die Todesser und erlitt schließlich schwere Verletzungen. Zitternd und unfähig selbst zu stehen, wurde Firenze während der zweiten Hälfte des Kampfes auf eine höhere Plattform in der großen Halle gelegt. Glücklicherweise konnte Firenze seine Verletzungen überleben. Dafür gebührt Madame Pomfrey natürlich ein besonderer Dank. Nach dem Ende der Schlacht wurde Firenze wieder in seiner Zentaurenkolonie willkommen geheißen, wo man sich ehrlich gezwungen sah, anzuerkennen, dass Firenzes menschenfreundliche Gesinnung keine Schande, sondern eher ehrenhaft war. Firenze verbrachte seinen Lebensabend damit, an der Seite von Trelawney Wahrsagerei zu lehren. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Pansy Parkinson. Pansy Parkinson war eine Slytherin-Hexe in Harry Potters Jahrgang in Hogwarts. Die Familie Parkinson war reinblütig und gehörte zu den Heiligen 28, einer Liste von 28 reinblütigen Zaubererfamilien. Während ihrer Zeit an der Schule war Pansy sowohl Präfektin als auch Mitglied der Inquisitorium-Gruppe. Während der letzten Schlacht des Zweiten Zaubererkrieges sprach sich Pansy bekanntermaßen dafür aus, Harry Potter an Lord Voldemort auszuliefern. Ihre Worte kamen jedoch bei den meisten ihrer Klassenkameraden nicht sehr gut an, und so wehrten sich die meisten Leute dagegen. Es ist wenig darüber bekannt, was mit Pansy nach dem Zweiten Zaubererkrieg oder in ihrem späteren Leben geschah, aber wir wissen, dass sie den Kontakt zu Draco Malfoy verloren hat. J.K. Rowling sagte in einem Interview, dass Pansy Draco am Ende nicht geheiratet hat, weil Rowling sie immer gehasst hat. Ich verabscheue Pansy Parkinson. Ich liebe Draco zwar nicht, aber ich mag sie wirklich nicht. Sie ist jedes Mädchen, das mich in der Schule jemals gehänselt hat. Sie ist die Anti-Hermine. Ich verabscheue sie. Als letztes haben wir Tante Marge. Marge Dursley war eine englische Muggelin und die ältere Schwester von Vernon Dursley. Marge war eine äußerst unangenehme Frau und du erinnerst dich vielleicht an einen bestimmten Besuch bei den Dursleys, den Harry nicht wirklich ertragen konnte. Nachdem sie sich schlecht über Harrys Eltern geäußert hatte, brachen Harrys magische Fähigkeiten ungewollt in Form eines nonverbalen Aufblaszaubers aus, der dazu führte, dass sich Marges Körper aufblähte und sie sich quasi in einen Luftballon verwandelte. Dadurch schwebte sie nach oben zur Decke. Marge wurde später durchlöchert und ihr Gedächtnis wurde durch die Vergessenszauber aus dem Zaubereiministerium verändert. Nach diesem Vorfall luden die Dursleys Marge nie wieder ein, bei ihnen zu wohnen, und Harry sah sie auch nie wieder. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.